Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht ganz, was das hier wird. Also zunächst einmal möchte ich euch alle da draußen herzlich willkommen heißen. Ich bin am Überlegen, ob ich meinen Kanal, nämlich Pixel Dörte, vielleicht umbenenne in Simulationslady oder Top- oder Flop Games. Also, ich erkläre erst kurz, was es mit diesem Spiel hier auf sich hat. Ich wollte eigentlich etwas ganz anderes spielen. Wobei ich mir auch noch nicht, ich muss das kurz leiser machen, sicher bin, ob dieses Spiel lohnenswert gewesen wäre. Und da ich ja immer ein paar Beschreibungen zum Anfang mir raussuche, bin ich doch allen Ernstes von diesem Entwickler auf ein anderes Spiel gestoßen, nämlich dieses hier. Und fand den Titel so verstörend, dass ich mir dachte, lasst uns da bitte unbedingt reingucken. Nämlich, wir gucken uns an die Baby Toilet Training Simulator. Ja, ich habe keine Ahnung, warum man A so etwas entwickelt und was ich mir darunter vorstellen kann. Aber gut, wir sind ja hier sehr, sehr, sehr offen auf meinem Kanal für sämtliche Spiele. So, entwickelt wurde das Ganze von Kid Roider, ist freigegeben ab 0 Jahren. Die App ist sowohl im Download kostenlos, als auch, dass es keine In-App-Bezahlfunktion gibt. Es soll aber natürlich In-Game-Werbung geben. Erschienen ist das Ganze Anfang 2017. Und die App ist ungefähr 53 MB groß. Ich habe es nur für Android gefunden und auf Google Play gibt es allerdings irgendwie ja ziemlich viele schlechte Bewertungen. Ich weiß noch nicht, ob das gerechtfertigt ist. Aber wer wollte nicht immer schon mal einem Baby das Töpfchen pullern beibringen? So, ich bin gespannt, ob wir die ganze hübsche Wohnung dort voll urinieren werden, weil wir es nicht hinbekommen werden, oder ob unser Kind ein sehr nettes Kind ist. Ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt mal an. Also, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Okay, also hier geht das Ganze los. Mit Werbung. Ja, so, das ist natürlich, ich pixel euch das weg. Ist natürlich immer gut, meine lieben Spieleentwickler, nach einem Startbildschirm, das spricht unwahrscheinlich für die App, ne? Nach einem Startbildschirm sofort eine richtig lange Werbesequenz einzublenden. Okay. das ist unser Baby. Ich finde es ein bisschen deformiert. Ich finde ja diese Locke, die so aussieht wie ein Horn, unwahrscheinlich geil. Ich bin jetzt gerade sehr verstörend. So, Level 1. Ist mal ohne Werbung verbunden gewesen. Finde ich sehr gut. So, Baby Toilet Training Objective. Welcome to the Baby Toilet Training. Baby needs to use toilet. Take him to the washroom. Ja, da hätte ich jetzt eigentlich auch vermutet, Sekunde, dass wir dazu ins Badezimmer gehen müssen. So. Wie sich athletisch rumdreht. Okay, das ist also unser Baby. Wir nennen den Kleinen jetzt einfach mal Jim. So, ich habe keine Ahnung, wie ich auf diesen Namen komme. So, Jim, was können wir? Und Jim kann springen. Offensichtlich musste Jim schon ziemlich schnell lernen, alleine groß zu werden, denn Jim turnt alleine im Haus herum ohne Eltern. Aber das finde ich doch echt süß gemacht gerade. Das finde ich süß gemacht. So, mit dem Teddy kann es nichts machen. Aber es muss auf Klo. Die Zeit läuft. Na, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich würde gerne andere Dinge hier in die Hand nehmen, kann ich auch nicht. Also gucken wir doch erst nochmal hier so rum. Ach, geil. Okay, das haben wir so auch schon gesehen. Da können wir aber gerade noch nicht rein. Ja, 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 ich weiß, da darf ich überall noch nicht hin. Na gut, mich würde ja auch interessieren, was passiert, wenn die Zeit einfach abläuft, meine Lieben. Ich probiere mal hier hochzugehen, können wir auch nicht. Was ist denn das? Ach, wir sammeln Geld ein. Also, Mutti hatte es eilig und hat ihr Geld verloren. Klein Jimmy läuft alleine durch die Bude, spricht auch für die Eltern, ne? Aber es sieht zumindest alles sehr sicher aus, denn in dieser Wohnung scheint nichts drin zu sein. Das ist natürlich sehr, sehr kindersicher. Vielleicht ist das ja auch eine spezielle Wohnung. Ab und zu haben sie mal einen Teddybären hingesetzt, weil sich die Eltern vielleicht dachten, irgendwie von wegen, naja, kannst du machen. So, ist das unser Töpfchen hier? Ja, das sieht nach unserem Töpfchen aus.
Ist das ein extra Klo für uns? Was ist das? Ich meine, Leute, guckt euch mal die Proportionen an. Also, wir sind ja ein kleines Baby. Und es ist schon von den Proportionen sehr, sehr gut gemacht, dass dieses kleine Kind hier nicht an das Waschbecken rankommt. Dass es auch ein normales Klo gibt. Aber was zum Teufel ist das hier für ein Spielzeug? Das ist doch nicht... Ist das ernst? Okay, wir gehen mal hier in den Kreis und gucken, was passiert. Okay. Ja... Tap here to flush the toilet. Also, klein Jimmy, habe ich ihn Jimmy genannt? Timmy, Jan? Ich habe es schon wieder vergessen. So, sehr gut. Aber beugt doch auch mal, wie dreckig dieses Klo hier links aussieht. Da siehst du die braunen Flecken? Da hat offensichtlich irgendwer schon auf den Sitz gekackt. Es ist schön. Das Niveau ist... Das ist doch nicht extra... Das ist doch nicht angeschlossen, oder? Wer hat denn so ein Mini-Klo? Das ist doch, das Spiel verarscht mich doch schon wieder. Baby has used the toilet. Now take the baby to the wash basin and wash him hands. Ja, das machen wir so. Ach, haben sie auch extra auf Kindergröße hier eins eingebaut. Finde ich ja gut. Und der Kleine weiß auch, wie alles... Aber guckt euch dieses vernüdelt... Also ich kann verstehen, dass er nicht auf das große Klo schon gar nicht gehen wollen würde mit diesen braunen Flecken. Hands wash, now go back to baby's bedroom. So, ich hätte ja gedacht, ich meine, es heißt ja, wir müssen ihm beibringen, aufs Töpfchen zu gehen, dass wir vielleicht erstmal vorbeipinkeln. Verstehst du, was ich meine? Oh, guck mal, aber ich finde es hier im Wohnzimmer gerade spannender. Also wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich weiß zwar nicht, wie viele Aufgaben wir noch haben, die wir in dieser Zeit lösen müssen. Also, warte mal, steht da jemand? Da oben? Warte. Lauf doch mal vorbei. Ach so, das ist ein... Was ist das für ein... Das ist ein Hundespielzeug? Auf dem Küchentisch. Okay, wir laufen einfach wieder rüber zum Bett. Aber versteht ihr, was ich meine? Wenn dieses Spiel den Titel trägt, Töpfchentrainer, gehe ich zum einen, oder Toilettentrainer, was auch immer, gehe ich doch davon aus, dass es nicht gleich am Anfang klappt, sondern dass das irgendwie auch mal ins Höschen geht. Ich dachte, wir sollten zum Bett. So, Level complete. Would you like to rate this game? Na, nö, nicht unbedingt. So, you helped the baby. Well, here's the reward. So, wir haben 100 Dollar dafür abgegriffen, dass wir dem Baby geholfen haben, aufs Klo zu gehen. So, was ist denn jetzt das Level 2? So, das ist Level 2. Offensichtlich, nachdem wir sehr, sehr, sehr lange Werbung gucken mussten, bin ich gespannt, ob das gleich startet. Level 2. Little baby has lost him favorite toy car. Help the baby to find it. Okay, jetzt müssen wir ein Auto suchen. Ich dachte ja, es hat etwas mit Klo zu tun. Aber gut, vielleicht ist es auch eher ein Kleinkind-Trainer. Ich habe keine Ahnung. Wir sammeln einfach hier erstmal das Geld ein und stecken uns das in die Windel rein. Ich glaube, wir nennen den kleinen Jim. Ich glaube, so hatten wir ihn auch am Anfang genannt. Das tut mir leid. Ich bin völlig raus gewesen. Ich habe es vergessen. So, ein Auto. Wo könnte so ein Auto versteckt sein? Es könnte natürlich irgendwo unter der Couch liegen. Es könnte aber auch, dadurch, dass wir ja gerade auf dem Pott waren, vielleicht auch ins Klo gefallen sein. Deswegen würde ich eigentlich fast im Bad nochmal suchen. Ich weiß, wir haben einen Pfeil oben, auf den habe ich jetzt aber nicht geguckt. Wally, guck mal, es ist natürlich echt von Vorteil, wenn du so ein kleines Kind alleine lässt. Ich meine, der könnte jetzt hier in die Waschmaschine zum Beispiel krabbeln und offensichtlich kann er ja auch Gerätschaften bedienen. Ne, verstehst du das? Also, was bitte soll uns sowas vermitteln? Aber gut, das fragen wir uns nicht, sondern sammeln ja einfach die Kohle ein. Ich weiß auch noch nicht, welchen Sinn das hat. So, wo könnte unser Auto sein? Ich sehe erst nochmal da hinten Geld, das wir jetzt einsammeln. Ich dachte gerade, das wäre ein Bier, was da herumsteht. Aber es war eine Lampe. Es ist zumindest kindersicher eingerichtet. Ich sehe nirgendwo Stromkabel. Ich sehe auch kinderfreundliches, da, guck, kinderfreundliches TV.
so und das Spiel hakt so in der Küche. Stellt sich mir natürlich die Frage, aha, siehst du, so, wir sind ein wenig zu dick für diese Ecke. Mir stellt sich natürlich die Frage, ob, aha, siehst du, unterm Tisch passen wir auch nicht. Ja. Ob die Küche auch kindersicher ist oder ob dort Messer herumliegen. Nicht, dass wir gleich ein kleines Massaker-Baby haben. Aber hier geht's noch weiter, sehe ich. Ja. Viele, viele Laufwege. Und auch das sieht sehr, sehr, sehr kindersicher aus. Überall hat Mutti Geld verloren. Aha, da ist unser Auto am Rande des Bettes. So, wo auch immer wir uns das gerade eingeführt haben, es ist verschwunden. So, Toy found, but Baby needs to pee. Take him to the washroom. So, meine Lieben, ich habe ja die Befürchtung, dass das kleine Kind sich trotzdem nicht in die Hose machen wird, wenn wir das nicht schaffen, sondern dass einfach nur steht, dass wir das dann nicht geschafft haben. Diese Vermutung hätte ich doch jetzt an der Stelle. Es hakt ein wenig. So, das heißt, wir laufen quer durch die Wohnung. Ich würde mich ja jetzt auch fragen, beziehungsweise ich frage mich, was ist denn, wenn der Kleine jetzt plötzlich Hunger bekommt? Es ist ja niemand da, offensichtlich. Gut, wenn es sich jetzt wieder automatisch raufsetzt. Das gibt's doch nicht. Ja. Und dann hat's das erfolgreich gemacht und... Tap here to flash. Ja, flutsch und weg. Und auch gleich das Auto hinterher. Ja, und jetzt natürlich wieder hingewaschen. Los, lauf, renn. Ja, genau. Und es ist von Vorteil, mein Kleiner, die Hände auch drunter zu halten, wenn du sie wäschst. So, ich glaube, wir sollen Living Room Standort. Hab das nicht so gelesen. Oh, wir haben nur noch 46 Sekunden. Die Zeit rennt. Wo genau sollen wir hin? Oh, jetzt wird es ein Rennen gegen die Zeit. Jetzt wird es ein Rennen gegen die Zeit. Ein bisschen Spannung in diesem Spiel aufbauen. Ach genau, auf den Teppich sollen wir jetzt kacken. Nein, auch nicht. Nein, ich möchte euch nicht raten. So, nachdem ich mir jetzt über eine Minute lang spannende Produktinformationen zu einem Spiel, das sich immer wieder wiederholt hat, angeguckt habe, gucken wir doch jetzt mal in Level 3. Und ich kann in die Zukunft orakeln, denn ich weiß ganz genau, wir werden irgendwo in diesem Level aufs Töpfchen müssen. Baby is very hungry, crying, find him feeder. So. Oh Gott, jetzt schreit es auch noch rum. Aber es sieht dafür, dass es schreit, eigentlich recht glücklich aus, finde ich. Es ist ein Bauchschrei-Baby. So funktioniert das. Es gibt Lautschrei-Babys und es gibt Bauchschrei-Babys. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin sollen, mein Kleines. Wo möchtest du denn hin? Suche Essen. Ja, jetzt ist genau der Punkt eingetreten, vor dem ich mir Gedanken gemacht habe. Was ist, wenn es Hunger hat? Guck doch mal auf Klo, ob es dort Essen gibt. Ich meine, Garfield hat, glaube ich, auch immer aus dem Klo gegessen. Nein, natürlich nicht, aber wir finden Geld. So, jetzt hör auf zu heulen. Du bist alleine, sei ein großes Baby und sammel das Geld ein. Meine Lieben, nehmt meine Kommentare wie immer nicht so ernst. Es dient der Unterhaltung. Nein, ich habe persönlich kein Kind. So, wenn wir jetzt durch die Ecke hier durchpassen, dann... Ja, genau. Macht uns einen Pfeil dahin. Aber für diese Ecke sind wir einfach zu dick. Da passen wir nicht durch. Da ist unser Babyspeck dicker als die Ecke. So, sollen wir jetzt irgendwas vom Boden essen oder wie verstehe ich das? Aha, so. Mutti hat an uns gedacht und dachte sich, stell doch einfach mal die Flasche auf den Boden. So, Selbstversorgung. Genau so läuft das. Feed a found. Baby is satisfied with appetite, but he needs to... Ha, siehst du, pee now. Take him to the toilet. Mensch, das ist eins der spannendsten Spiele, die ich jemals gespielt habe, meine Lieben. Es ist wirklich spannend. Nein, also für... ja, es gibt bestimmt den einen oder anderen, der das
ganz grandios finden wird und für den die Aufgaben, wie sage ich das, ja, für kleinere Kinder, also wirklich für ganz kleine Kinder. Oh Gott, ich will jetzt wirklich nichts Falsches sagen, meine Lieben. Ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch. Aber es ist, ihr seht, anspruchsvoll genug, denn ich verlaufe mich trotzdem noch. Ich würde sagen, komm, bis einschließlich Level 5 machen wir noch. Und dann spiele ich das Eigentliche, was ich spielen wollte. So, lass mich raten. Flutsch und weg. Und ich warte auf den Moment, bis der Schnuller ins Klo fällt. Ja, genau, hier, Tattoo. Ich finde diese Mini-Toilette, finde ich ja ziemlich geil. Und finde ich auch, wenn ich immer wieder da auf dieses braun gesprenkelte daneben hier, das da. Guckt euch das da an der Seite an. Was ist denn das für ein Klokasten? Das sieht ja aus wie Sprühschiss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Liebe Entwickler, ich hoffe, eure Toiletten sehen nicht auch so aus. Können wir in die Dusche rein? Können wir in die... Ich möchte in die Dusche. Aber da muss aber so... Ach, da kann es rein. So, und jetzt duschen. Na gut. Hände waschen. Und Tipp, Hände drunter halten. Halt sie doch drunter. Los, trau dich. Es beißt dich nicht, der Strahl. So, ich gucke mir jetzt, glaube ich, gleich nochmal ein bisschen Werbung an. Hands washed, now go back to baby's bedroom. Ja, das machen wir auch gleich. Das arme Baby, Mensch, hier Kilometergeld ist es, was es da einsammelt. Jetzt weißt du auch, was das für Geld ist. So, ich hätte mir auch noch ein bisschen mehr Zeugs in der Wohnung gewünscht. Und ich meine, dafür, ich meine, dieses Kinderzimmer, guckt euch mal, was da drin steht. So viel steht da jetzt auch nicht drin. Klamotten scheint das Kind nur zu haben, was es anhat. Es gibt hier nämlich keinen Kleiderschrank. So, ne? Brillen kann es sich aufsetzen. Ah. Und auch schön, dass dieses Spiel immer wieder fragt. Bewerte uns! Bewerte uns! Das hat sowas von einem Hund, was immer wieder nach einem Leckerli bettelt. Ach, schön. Nochmal! So, Level Nummer 4. Ja. Okay, das ist jetzt Hausbaby. Mit der Brille. Wer denkt sich sowas aus? Baby has some dirty clothes. Pick them up. Genau, das Baby macht jetzt komplett... Ist das Baby alleine ausgesetzt worden? Oder warum muss es jetzt die Hausarbeit machen? Was ist da denn los? Oh Gott, Leute, warum tue ich das hier? Es nimmt jetzt... Also es ist ein ordentliches Baby offensichtlich. Take these clothes to the washroom to wash. Ich sag doch, Waschmaschine. Das ist eigentlich auch gar nicht so doof. Vielleicht... Hat die Mutter, siehste, die Mutter würde ich jetzt gerne dazu kennenlernen oder die Eltern oder den Vater oder wer auch immer dieses Kind erzogen hat. Wie habt ihr das hinbekommen? Das Kind trägt noch eine Windel. Es kann alleine aufs Töpfchen gehen. Es kann sich alleine die Hände waschen. Es findet seine Flasche. Es läuft hier permanent durch die Wohnung und jetzt wäscht es auch noch seine eigene Wäsche. Das ist phänomenal. Wie habt ihr das hinbekommen? Und rinnen! Oh nee, erst sammelst du hier das Geld ein, aber nicht in die Tasche oder nicht in die Taschen von dem Kleidungsstück da jetzt. Und rein damit. Zack! So, und weil es natürlich auch so kinderfreundlich ist, mit Waschpulver und anderen Chemikalien herumzuhantieren, finde ich das natürlich genial, dass dieses Kind jetzt selbst die Waschmaschine anstellt. Closes wash. Now take baby to baby wash basin to wash him hands. Und offensichtlich hat das Kind vor der Waschmaschine gewartet. Ach, dieses Klo. Ihm ist aber nicht die Idee gekommen, auf Klo zu müssen. Meine Lieben, das hebt es sich auf. So, und wir gehen natürlich wieder zurück ins Bett. Brav, wie wir sind. Wahrscheinlich ist das eine ganz grausame Mutti, die ihn immer wieder bei jeder Kleinigkeit ins Bett schickt. Das arme, arme Kind so. Und ich verlaufe mich trotzdem, weil diese Wohnung so riesig ist. Oh Gott. Mich würde ja interessieren, ob das überhaupt jemand von euch noch zu Ende guckt. Ich habe gerade tierisch Spaß, obwohl ich nicht weiß, ob ich das haben sollte. Und natürlich, ja, bewerten. Nein. Werbung. So, ich habe mir jetzt ganze 2 Werbeblöcke angucken müssen. Und das ist doch etwas, was mir jetzt langsam wirklich ein wenig böse aufstößt. Meine Lieben, ihr kennt meine Philosophie, dass ich Entwickler auch absolut unterstützen möchte. Nur, es gibt da so diesen Grad, wenn es einfach zu viel ist. Wenn du wirklich nach ganz kurzen Leveln
ein bis zwei Werbeblöcke sogar hast, die auch noch ellenlang sind, die du durchgucken musst, wo du nicht wegklicken kannst, dann finde ich das doch echt schon ziemlich dreist. Ich habe nichts gegen irgendwie ein Banner, was irgendwo eingeblendet ist. Macht die Spieloptik natürlich scheiße, so, damit müsst ihr dann leben. Aber ist was, was man tolerieren kann. Ich habe auch absolut kein Problem damit, wenn man In-Game-Bezahlfunktionen anbietet für gewisse Sachen, wenn das Spiel denn doch dann irgendwie das auch hergibt. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung und wir gucken uns einfach mal Level 5 an. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie viele Level hat dieses Spiel? Take Baby to the Wardrobe to change him clothes. Ah, es hat also noch einen Kleiderschrank. So, da interessiert mich doch, wo ist dieser Kleiderschrank? Oder zieht er jetzt Kleidung von Mutti an? Und was steckt da drin für Kleidung? Das, meine Lieben, da gucken wir doch nochmal rein. Aber sammeln wir erst noch, warum, ja, Wegegeld, das haben wir ja auch schon gesagt. Unser Laufgeld ein. Das muss langsam in der Windel schon richtig ordentlich klippern. Das heißt, jeder Toilettengang müsste also ordentlich dauern, weil wenn das Baby dann immer wieder die Mützen einsammelt. Nein, ich habe keine Ahnung, aber so sieht es ja aus, als würde sich das Baby das jetzt da in die Windel stopfen. Aha, so, also, das sieht aus, guck mal, als wäre das ein Baby, was dort steht, dem der Kopf fehlt. Denn selbst die Arme sind dran und die Beine. Okay, wir wechseln jetzt also auf gut Deutsch einfach mal den Kopf des Kindes. Pass auf, flop! Es hat es verschlungen. Clothes changed, now put previous clothes in washing machine. Ja, das ordentliche Kind, wie wir ja schon festgestellt haben, so, da hat es sich ausgezogen. Eigentlich wirft es ja den Kopf dann jetzt da rein, denn es stand ja schon ein fertiges Baby nur ohne Kopf da. Aber gut, wir werfen jetzt, was auch immer, die Kleidung oder den Rest vom anderen Baby in die Waschmaschine, stellen sie an und spülen dann die Reste, das Klo hinunter. Ich habe keine Ahnung. Oh Mann, Leute, Leute. Ich weiß noch nicht, warum haben sie die Funktion des Springens hier eingebaut? Einfach, weil sie es konnten und dachten, Mensch, komm, da knöppeln wir mal noch einen Knopf rein. Ich habe mich schon wieder verlaufen. So, das ist der eigentliche Witz wahrscheinlich, die Bedienung. Also, das, was ich hier tue. So, ein Wasserverbrauch. Aber gut, das hat Mutti ihm vielleicht noch nicht so ganz beigebracht, wie man effizient Sachen sammelt und dann gesammelt wäscht. So, clothes wash. Now take baby to baby. What? Now take baby to baby? Now take baby to baby wash. Ach so. Ja, wir müssen uns natürlich mal wieder die Hände waschen, weil das kleine Kind offensichtlich vermutlich mit Waschpulver herumgeplempert hat. Und damit wir das Kind jetzt nicht vergiften und noch so eine Kinderleiche irgendwo herumliegen haben oder stehen, wie jetzt gerade diese Kleidung, müssen wir uns natürlich Hände waschen. So, hands watched, genauso watched. Und jetzt gucken wir uns mal wieder an, wo unser Schlafzimmer ist. Pass auf, warte. Ich glaube, wir müssen links herum abbiegen. Ich glaube, jetzt habe ich verstanden, wie diese Wohnung aufgebaut ist. Tada! So, ich habe die Wohnung verstanden. Das gibt's ja nicht. Sehr, sehr, sehr schön. Zack, und da sind wir. So, ich bin ja fast geneigt, mir wirklich echt noch ein Level anzugucken. Ich glaube nämlich, das Spiel müsste eigentlich echt kurz sein. Ich denke nicht, dass da noch viele Level kommen werden. Komm, pass auf, wir gucken uns das an. Level 6, da bin ich ja sehr, sehr, sehr gespannt, was uns da jetzt erwartet. Find and pick. Ah, man nimmt mal eine andere Aufgabe. All 12 Points, genau so. Coins steht da, Points, sagt sie. Und wir sammeln, mal gucken, was wir einsammeln. Nein, also 12 Münzen sollen wir einsammeln. Wir drehen uns erstmal eine Runde im Kreis. So, es ist ein hübsches, aber sehr spartanisch eingerichtetes Schlafzimmer. Und auch hier steht ein Fernseher. Ich habe mal gehört, in Schlafzimmern, wo ein Fernseher steht, läuft nicht so viel im Bett. So, das werden jetzt die Jüngeren von euch nicht verstehen. Die Älteren können aber jetzt einmal schmunzeln. Aber gut, die haben ja schon Baby. Dim, di, dim, di, dim. Das Kind tut mir echt leid. Aber es weiß sich zumindest wirklich zu beschäftigen.
dim di dim di dim 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 di dim di dim 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 di dim di dim. So, es könnte für meinen Geschmack gerne noch ein bisschen schneller laufen, aber vermutlich kann dieses Kind einfach nicht mehr laufen. Ich kann es verstehen, wenn ich da den ganzen Tag durch die Bude rennen würde und auch immer wieder zurück in mein Schlafzimmer laufen müsste oder einfach immer wieder zurücklaufen würde, hätte ich irgendwann auch keine Nerven mehr, keine Lust mehr und auch keine Kraft mehr. Ich denke, dieses Baby ist unter seinem Babyspeck richtig, richtig durchtrainiert. So, also gleich haben wir es. Das ist die 9. Münze. In diesem spannenden, abwechslungsreichen Spiel. Aber sie haben sich zumindest etwas einfallen lassen. Das hätte ja auch komplett ohne Aufgaben sein können. Wobei ich wirklich gerne gesehen hätte, meine Lieben, es klingt vielleicht ein wenig bös, gehässig, gemein. Aber wenn dieses kleine Kind, so wo ist denn jetzt die letzte? Bestimmt in der Dusche oder so, ne? Sich doch ein wenig in die Hose gepullert hätte. Nein, wo ist das? So, jetzt stecken wir in der Dusche fest. Wo ist die letzte Münze? Im Klo? Nein. Haben wir sie? Sind wir da schon? Aha, da. Bing, so well done. Now take baby to him bed. He is tired and sleepy und musste schon lange nicht mehr aufs Klo, meine Lieben. Mich würde ja auch interessieren, ob hier irgendwann die Mutter nochmal auftaucht. Die Rabenmutter, die ihr Kind alleine lässt. Nein, ich bewerte euch nicht. So, nachdem ich mir mal wieder zwei Werbeblöcke angesehen habe, sind wir wieder da in Level 7. Und wir waren jetzt schon lange nicht mehr auf Klo. Da muss ja ich bald schon öfter auf Klo. So, Baby wants to play with him toys. Find and pick all 7 Baby Toys. So, jetzt bin ich gespannt, ob das auch wirklich kindgerechte Spielzeuge sind, die hier verteilt sind. Also, so, und der Hund steht jetzt, seht ihr, nicht mehr da oben. Das heißt, der wurde bestimmt auf magische Weise hier irgendwo runter ich habe keine Ahnung, was... Ach so, das heißt, wir müssen auch noch der Reihenfolge ablaufen nach... Was für ein Deutsch. So, wir finden als erstes einen Teddybären. Da, wo wir das vermeintliche kopflose Kind haben stehen sehen, weil das uns deklariert wurde als Kleidung. Vielleicht ist das der Teddybär vom Phantombaby. Wir wissen es nicht. Aha, so, jetzt in der Küche wahrscheinlich. Lauf doch nochmal rein. Lauf doch nochmal rein. Nee. Gut, dann laufen wir. Wo laufen wir denn jetzt nochmal hin? In diesem spannenden, abwechslungsreichen... Aha, so, was haben wir denn? Eine Brille, genau. Eine Sonnenbrille ist natürlich auch das ultimative Kinderspielzeug, meine Lieben. Damit kann sich das Kind wirklich tagelang, wochenlang, monatelang beschäftigen. Was ist das? Ein Schnuller. Ja, wenn es schon einen Schnuller hat, auch ein sehr, sehr, sehr wichtiges Utensil. So. Was haben wir jetzt? Eine Rassel. Ja, gut, das ist sehr kindgerecht, aber ich würde tippen, ein Baby, das so selbstbewusst schon Wäsche wäscht und so eigenständig ist, braucht keine Rassel mehr. Was ist denn das? Ist das jetzt Klopapier? Ah, noch ein Teddy. Das ist wahrscheinlich sein eigener Teddy. Wobei, dieser weiße Teddy neben diesem dreckigen Klo, es ist gut, dass wir dieses Teddybärchen da jetzt rausgeholt haben. Denn lass das mal nur auf den dreckigen Klodeckel da stecken, dann war es mal ein weißer Bär. Sondern wurde dann zum Braunbären. Ne? So wurde der Eisbär zum Braunbär. Ein Hund. Können wir nicht? Guck mal, das ist doch auch ein Spielzeug. Na gut. Eins fehlt uns noch. Was denn jetzt? Was ist das? Ah, und ein Rennauto. Ja, well done. Und jetzt müssen wir Hände waschen. Aha, okay. Das erschließt sich mir nicht ganz. Vielleicht hatten die Entwickler einen kleinen Waschzwang. Oder Mutti hat einen Waschzwang und hat dem Kind beigebracht, egal was du tust, wasch dir immer danach die Hände. Das ist ja auch so ein Standardspruch, den man wahrscheinlich von jeder Mutter irgendwie zu hören bekommt. Aber du musst dir gut die Hände waschen. So, ja, haben wir getan. Und was sollen wir jetzt tun? Oh, ich habe nicht, jetzt muss ich mich auf den Fall verlassen. Aber ich würde fast eigentlich tippen, wir müssen ins Bett gehen. Na? Ja, siehste, so.
Spring! Ach, Spannung. Okay, Level 8. Oh, gucke mal, ich glaube, jetzt müssen wir uns duschen, oder? Das sieht doch fast so aus. Das sieht fast so aus. Baby is feeling dirty and unclean. Also es geht in diesem Spiel sehr um Reinlichkeit. He needs to take bath. Take him to the shower. Okay, jetzt möchte es sich also duschen. Aber guck mal, das Baby, das verdient an so einem Tag mehr als Mutti bestimmt. Guck mal, das Baby hat nur alleine durch Rumpelaufe hier in seiner Wohnung $1,390 verdient in ein paar Stunden. Also wenn ich so einen Stundensatz hätte, du, ich würde den ganzen Tag in meiner Bude rumlaufen. Wenn ich dafür so viel Kohle scheffeln würde, mein Gott, so viel haben manche ja noch nicht mal einen Monat. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, dann duschen wir jetzt mal eine Runde. Und Pornös dürfen wir zugucken. Das ist jetzt aber nicht FSK hier. Lass mich raten, wenn du danach jetzt Hände waschen musst. Ja, ich wollte schon sagen. Gut, mitgedacht. Das wäre sonst jetzt ein wenig seltsam gewesen, wenn dieses Kind jetzt hätte die Hände waschen müssen, nachdem es geduscht hat. Aber wir mussten wirklich tatsächlich schon sehr, sehr lange nicht mehr auf Toilette gehen. Vielleicht haben die Entwickler ja auch gedacht, naja, wer weiß, nach den ersten drei Leveln spielt das eh nicht mehr so viele Leute. Ach komm, lass das Klo weg, lass das Kind jetzt andere Sachen machen. Das könnte natürlich auch sein, ich weiß es nicht. Ich bin dann langsam ein wenig ratlos, was dieses Spiel betrifft. Aber gut, wir haben unseren Ausgangspunkt gefunden. So, zack, und rein in Level 9. Also Level 9 und wir sind immer noch, ich muss es dazu sagen, im Baby-Toilet-Training. Man soll es nicht für möglich halten. Baby loves candy. Help him pick all 12 candies. So, jetzt bin ich gespannt, was für Süßigkeiten das Kind denn jetzt mag und was es hier gibt. So, ein Bonbon. Zack, bing. Das haben wir gefunden, das gucken wir uns an, das nehmen wir uns und das nächste, zack, nein. Also dieses Spiel, Entschuldigung, ich wollte das ja jetzt nicht so schlecht reden. Es dient natürlich alles der Unterhaltung. Hier liegen, glaube ich, nur Bonbons verteilt, kann das sein? Okay, dann kann ich nebenbei noch ein bisschen rumquasseln. In der Dusche? Nein. Hä? Verarscht vom Bonbon, ist wie Ostern. Aber ich glaube, dieses Spiel ist zum Beispiel schön wirklich als Lernspiel für kleinere Kinder. Ich finde es dann natürlich immer ein bisschen blöd, wenn dann so viel Werbung eingeblendet wird. Ja, das ist aber mein Standpunkt dazu. Kennt ihr so? Das war das dritte Bonbon. Ich frage mich nur, wer hier all diese Sachen immer hinlegt. Das ist wahrscheinlich immer, wenn das Baby da zurück muss, ne? Geschehen dann skurrile, mysteriöse Dinge in der Wohnung. Oh, ein Lolli! Zack! Und was für einer! Aber ich möchte auch irgendwie Schokolade finden. So süße, genau. Das sieht nach einem Schokoriegel aus. Dim, di, dim, di, dim. So viel, wie das Baby hier umherlaufen muss, muss es auch ordentlich wieder Zucker tanken, meine Lieben. Denn sonst fällt das kleine Kind hier ja echt vom Fleisch. Dim, 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 di, dim, di, dim, dim. Ich werde, ich glaube, diese Nacht wirklich von diesem Spiel ganz böse träumen. Ich werde bestimmt, diese Melodie wird sich in meinen Kopf eingebrannt haben, wie in einem Horrorfilm, werde ich das die ganze Nacht lang vor mich hin summen im Schlaf und schweißgebadet aufwachen, wenn ich nachts auf Klo muss. Well done, that was sweet. Now take baby to the baby wash. Natürlich, wir müssen uns Hände waschen. Wie hätte es auch anders sein sollen? Wobei ich diese Special-Installation fürs Baby schon ziemlich geil finde. Es hat zwar immer noch nicht gelernt, dass man die Hände drunter halten muss, aber es guckt zumindest immerhin den Strahl an. Das ist doch auch was. So, genau. Und wir sollen natürlich wieder, ich muss mir das gar nicht mehr durchlesen, zurück ins Bett. Die Mutti würde ich ja echt gerne mal kennenlernen. So, jetzt muss ich Hände waschen und danach geht's ab ins Bett. Bring. Ach schön, guck mal, was wir hier für Kohle machen. Ah, oh, was kommt jetzt? Da bin ich jetzt sehr gespannt. Was ist Level 10? Level 10 ist bestimmt das Abschlusslevel, könnte ich mir vorstellen. Dieses grandios gemachten... Oh, Baby is very hungry, crying, find him feeder. Okay, es ist sehr, sehr, sehr hungrig. Ja, okay, mein Baby. Aber sammel doch erst noch ein bisschen Geld ein. Guck. Ah,
Ja! Ach, jetzt schnalle ich das gerade erst, weil ich mir jetzt den Bildschirm erstmal richtig angucke, dass es in jedem Level 10 solcher Münzen gibt. Aha, so, so, so. Okay. Ja gut, das kann ich euch ja als Aufgabe überlassen, hier gerne wirklich alle Münzen zu suchen, wenn ihr mögt. Die Infos, wo es das Spiel gibt, den Link, der ist wie immer in der Beschreibung unter diesem Video zu finden. So, schrei doch nicht, armes Baby. Wir finden dir etwas zu essen. So, wenn da wieder so eine Flasche leblos herumsteht. Nein, irgendwas im Schlafzimmer. Oh, wir plündern jetzt irgendeinen Geheimvorrat. Ah, so, eine Flasche im Schlafzimmer. Zack, glücklich. Und jetzt Hände waschen wieder, weil wir haben ja, Feder found. Baby is satisfied with appetite, but he needs to pee now. Take him to the toilet. Ja, es wäre ja jetzt auch langsam komisch gewesen, wenn dieses Kind hier nach gefühlt 10.000 weiteren Leveln von Spielzeug und Essen einsammeln nicht endlich mal wirklich hätte auf Klo gehen müssen, meine Lieben. Das wäre dem Spielenamen doch jetzt nicht gerecht geworden. Und ich glaube, ich werde gleich mal etwas anderes spielen, etwas Vernünftigeres. Ja, was heißt vernünftig? Also ihr wisst, wie ich meine. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, dislike, dislike. Ich hoffe natürlich, ihr habt trotzdem ein wenig Spaß damit. Es soll ja irgendwie ein bisschen zur Unterhaltung dienen. Vielleicht auch irgendwie zur Ablenkung. Ja, irgendwie sowas dazwischen. Und weg. So, das Kind muss sich im Übrigen schon wieder umgezogen haben. Seht ihr das? Es hat nämlich... Achso, jetzt wollte es duschen. Auch eine Methode. Weil es hatte jetzt plötzlich ein blaues Shirt und kein rotes Shirt mehr an. Naja, gut, aber es ist ja ein selbstständiges Kind. That was awesome. Baby is fresh now. Take him to the bedroom. So, Mutti ist wahrscheinlich so lange einfach nicht da, weil die Kurse gibt, wie man Kinder so toll erziehen kann, dass sie so selbstständig durch die Bude laufen und flitzen. So, ich glaube, wir sind jetzt hier am Ende des Spiels angekommen, weil jetzt wieder hier Baby is very hungry Level 10 mir erschienen ist. Also würde ich sagen, haben wir dieses grandios fantastische Spiel durchgespielt, meine Lieben. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß damit und ja, immer schön aufs Töpfchen gehen und das Klo nicht so verdrecken lassen, wie das da so zu sehen ist. Und Hände waschen. Also, meine Lieben, ich weiß jetzt nicht, ob das angemessen ist, wenn ich sage, ich wünsche euch einen schönen Tag und seid ein wenig dirty. Das könnte im Zusammenhang mit diesem Klodeckel ein wenig falsch verstanden werden. Aber trotzdem, macht einfach das Beste aus dem heutigen Tag oder dem, was noch übrig ist oder was auch immer. Bis dahin, tschüss!